Lieber Jan, du bist über eine Anamnese zur Kantjenika-Methode gekommen, was man als eine Art Liebesgeschichte verkaufen könnte und irgendwie auch eine geworden ist, hat ja aber ein bisschen einen anderen Charakter. Wie war das damals? Es war schicksalshaft, wirklich. Ich habe die Anzeige gelesen und die Anzeige war von Benita Cantieni und ich kannte den Namen und ich wusste, dass sie Beckenbodentrainings machte und wusste in dem Moment, und das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber die Stelle kriege ich. Das fühlte sich so stimmig an und habe mich beworben. Wir hatten zweistündiges Gespräch und am Schluss kriegte ich den Job, ja. Jetzt müssen wir noch sagen, was es denn für ein Job war, weil alle, die jetzt denken, ja, der junge Mann ist da als Trainer eingestiegen vor ein paar Jahren, so war es ja nicht. Das war. Nee, das war ein Administrationsjob. Benita war dran, die ganze Organisation aufzubauen, und suchte jemand, in der Administration. Und dann hat sie irgendwann später, wie wir so schön sagen, in den Schweiz den Ärmel reingenommen. Also quasi, es hat dich gepackt. Vielleicht kannst du diese Geschichte, wie das von diesem Administrationsjob zur Instruktionskarriere, die jetzt auch in der Studioleitung oder in der Studioleitung des Cantjenica Zürich Studios gegipfelt ist oder jetzt mal einen Peak gefunden hat, wie ist das da vor sich gegangen? Ja, wie bei allen halt am Anfang, ich begann regelmäßig Lektionen zu nehmen, in Gruppenlektionen zu gehen und habe dann zuerst mal 2 Jahre nicht so viel verstanden und danach, und ich bin Mann und es dauert ein bisschen länger und so, nichts verstanden ist auch ein bisschen untertrieben, aber es war wirklich der Anfang zur Reise in meinen Körper. Und immer wieder erstaunlich, wie viele neue Sachen ich da entdeckte. Und wie wenig, dass ich vorher bewusst war, wie viel Körper ich eigentlich habe und spüren kann. So. Dieses Thema Körper spüren und auch kleine Bewegungen auf die Empfindungen achten, das ist für mich jetzt gleich so eine Brücke zu einem Thema, das eigentlich nicht, in gewisser Weise nicht unser Lieblingsthema ist, nämlich das Thema Mann und Cantjenica. Weil wir haben im Vorgespräch beide herausgefunden, wir finden es eigentlich nicht mehr super zeitgemäß, über das Geschlecht einer Person zu sprechen, im Sinne von, das ist jetzt das trennende oder herausragendste Merkmal dieser Person. Aber wir kommen eben auch nicht ganz drum herum, dass es nicht viele Männer in Cantjenica gibt. Und du hast jetzt auch so ein bisschen in deinem Rückblick gesagt, ja, ich glaube, das sind halt schon Kompetenzen, die bei Männern nicht so gefördert werden. Oder wie siehst du das? Ich war sehr weit weg von meinem Körper und abgespalten von meinen Emotionen und ich weiß das erst rückblickend. Und das Thema Mann und Cantjenica, ich fühlte mich da sehr angezogen davon und wusste, ich muss da durch, auch weil das Thema Haltung mich sehr angesprochen hat und eine Haltung zu mir selber finden, eine Haltung zum Leben. Und schlussendlich emotionaler werden, mehr in Kontakt mit meinen Emotionen zu kommen. Das wusste ich da alles noch nicht, das kann ich jetzt rückblickend sagen. Das kleine, feine, empfindsame führt auch irgendwo in die Verletzlichkeit und vielleicht ist es das, was dann den typischen Mann irgendwie nicht so sehr ansieht oder ein bisschen langweilig ist oder was weiß ich. Ich fand es das Gegenteil. Für mich war es extrem spannend, konfrontierend. Ich war 2 Jahre lang wütend auf meine Instruktorin, weil ich nicht gecheckt habe, ich kann eigentlich früher Pause machen als die anderen, auch wenn da mehrheitlich Frauen sind.
Gut, da teile ich jetzt auch ein bisschen aus meiner persönlichen Kantienika-Karriere. Ich trainiere ja nur, ich habe keine Teacher-Ausbildung, aber ich kann mich da auch gut erinnern, da steigst du ein. Ich weiß nicht, wie alt war ich? Vielleicht so 5, 36 und dann hat so 70-jährige Ladies, die dich einfach abtrocknen, also die dich einfach wegputzen auf dem Parkett. Und ich denke so, Locker, genau, was läuft da? Also ich fand das auch, es hat mich schon auch Demut gelernt und ich finde es einfach. ja, und stell dir mal vor, was das mit deinem Männerego macht, oder? Das muss man auch zuerst mal aushalten können dann. Aber Genau. müssen denn Männer, wenn wir, jetzt reden wir trotzdem von den Männern als Gruppe, ich habe schon die Vermutung, dass Männer ein bisschen mutiger irgendwo durchaus sein können, weil es halt ein bisschen weiter weg liegt von dem System, das man ihnen klassischerweise beibringt. Und ich finde nur schon die Tatsache, dass du in einen Kosmos eintauchst, was einfach viel mehr Frauen hat, weil seien wir realistisch, wie beurteilst das du, wenn ich in Stunden gehe, Frauen sind oft unter sich, das hat ein Mann. Ja, genau. Und der Mann, der da bleibt, der genießt dann normalerweise auch, oder? Der reagiert dann komisch, wenn dann ein neuer auftaucht im Revier und so. Ah, es gibt Ja, territoriale. natürlich, das gibt es überall, gell? Auch im Kantienika-Training. Aber Ja. das macht's toll. Also meine Lieblingsgruppe, wenn ich die auswählen kann, ist wirklich eine gemischte Gruppe. Und ja, so die Spannung in der Luft. Jeder will dem anderen dann trotzdem noch ein bisschen was beweisen oder und ein bisschen Competition darf ja auch sein, weil Kantienika-Training soll und kann auch außerhalb der Komfortzone ein bisschen stattfinden. Auch wenn es ganz vielen Feinheiten zu entdecken gibt, schlussendlich will ich ja auch Kraft. Und da bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Ich glaube, den schlimmsten Wettkampf sucht man sich ja auch selbst aus. Der findet dann irgendwann auch mit einem selbst statt. Ich persönlich schätze einfach auch die Vielfalt einer gemischten Gruppe, auch nochmals daran erinnert zu werden, hey, es gibt verschiedene Körper, es gibt verschiedene Herausforderungen, weil auch jetzt aus meiner Erfahrung, wenn du nur unter Frauen trainierst, also ich habe dann manchmal auch die Tendenz, nur das abzugucken, was bei jemand anderem besser geht, aber was dann mir besser geht als jemand anderem, das nehme ich gar nicht so wahr. Also, und ich finde diese Diversity, die Unterschiedlichkeit, und die halt mit einer gemischten Gruppe nochmals auf einem ganz neuen Level kommt. Für mich ist die auch eine Erinnerung, hey, wir kommen alle mit einem verschiedenen Körpermodell, das darf Konsequenzen haben. Ja, das Ja. sind schon. Mich würde diese wieder jetzt mit dem Fokus auf deine persönliche Geschichte, dieses Aufkommen der Emotionen, überhaupt das Entdecken der Emotionen und dieser neuen ganzheitlichen Körperlichkeit, diese Reise würde mich noch ein bisschen konkreter interessieren. Ich startete ziemlich depressiv ins Leben und Körper war für mich dann das wieder zurück nach Hause finden zu mir selber. Und zwischendrin liegt ein langer Weg. Mittlerweile das Verbundenbleiben mit dem Körper, und das ist wirklich ganz was Simples, einfach den Körper von den Füßen zum Kopf alles gleichzeitig zu spüren, während wir reden. Oft gelingt mir das jetzt. Und das heißt auch, ich ruhe anders in mir als noch früher. Und das klingt so einfach und ist es eigentlich auch, und hat aber dann bei mir trotzdem ein halbes Leben gedauert, bis ich da bei mir zu Hause ankam. Und Kantienika mit Haltung bewahren, mit dieser feinen, kleinen Ausrichtung von innen, mit Knochen sortieren, mal nur schon die Entdeckung, ich kann meine Knochen tatsächlich spüren. Das waren alles kleine und große Aha-Erlebnisse. Ja. Das ist eigentlich bei mir, und das ist die Grundfaszination auch,
wie toll sich das anfühlt, einen Körper zu bewohnen, den man kennt und den man trotz Schmerzen, weil die bleiben ja nicht weg, unbedingt, lieb hat und dass man auch sich selber dann oder ich mich zutraue, mir zutraue, dass wenn was ist, ich zum großen Teil mich selber wieder ins Lot kriege. Kannst du dich noch erinnern, wann bei dir der Wunsch kam, das auch weitergeben zu können? Also du hast am Anfang trainiert, warst noch in der Administration. Wann kam so der Shift, wo du gemerkt hast, nein, das ist auch eine Kompetenz, die ich als Teacher beherrschen möchte und eben weitergeben möchte? Ich habe nach meiner kaufmännischen Ausbildung eine Shiatsu-Therapeuten-Ausbildung dann noch zusätzlich absolviert. Und habe mich schon immer sehr nahe diesem Thema Körper eigentlich gefühlt. Und nach Jahren in der Administration hat mich einfach etwas Neues gereizt. Etwas, was ich auch ein bisschen Angst hatte davor. Ich bin eher introvertiert und stehe weder jetzt besonders gerne vor der Kamera noch im Mittelpunkt und habe mir das auch ein bisschen erkämpfen müssen. War dann auch Teil, immer mehr bei mir zu Hause ankommen. Der Weg, vor einer Gruppe zu stehen und gehört zu werden, führen zu müssen, zu können, und dann zu realisieren, dass die Menschen wirklich nach jeder Lektion froher gehen, als sie gekommen sind. Meistens, auf jeden Fall. Das war ein bisschen mein Weg. Ich sah natürlich die ganze Zeit dann auch im Studio all diese wunderbaren Instruktorinnen und beobachtete das zu Beginn ein bisschen eifersüchtig. Und irgendwann fand ich dann, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da. Ja, auch Eifersucht kann ein schöner Motivator sein. Wenn man sich natürlich analysiert. Also. Ja, die sahen da alle sehr erfüllt aus und hatten etwas Sinnhaftes gefunden. So sah das von außen aus und ich denke, die meisten würden das auch bejahen. Und ich bin nicht der geborene Administrator, das kommt noch dazu. Und war da schon ein bisschen eifersüchtig, da zu spüren, dass diese Menschen eine Erfüllung gefunden haben in ihrem Leben, auch wenn es natürlich immer wieder mal hart und dieses und jenes gibt. Aber ja, das wollte ich irgendwie auch. So ganz ohne administrativ, das kommst du heute nicht aus. Du machst auch die Studioleitung in Zürich. Kannst du uns einen Einblick geben, was das bedeutet, so einfach dein Arbeitsalltag? Ja, das ist normale Administration, Newsletter schreiben, E-Mails beantworten. Wir haben mehrere Instruktorinnen, da müssen Pläne her, weil alle mal in die Ferien wollen, krank werden, solche Dinge. Wie viel Zeit nimmt das ungefähr ein? Also ich denke, das ist nicht zu unterschätzen, so einen Laden am Laufen zu halten. Ja, kommt natürlich darauf an, wie die Zeiten aussehen. Im Moment ist es eher ein bisschen mehr, halt wegen der Zeiten und den vielen Änderungen und Neuplanungen, die im Moment stattfinden. 50%, ja, zwischen 40 und 50% Administration, ja. Du hast mit den Zeiten die Pandemie angesprochen. Das war ja für alle Unternehmen oder für die allermeisten etwas sehr herausfordernd. So viele Veränderungen, privat und unternehmerisch. War für dich persönlich in dieser Zeit die Methode auch eine Ressource? Die Methode ist eigentlich immer eine Ressource, wirklich. Es ist schwer zu vermitteln, wie es sich anfühlt, in seinem Körper wirklich ganz angekommen zu sein. Von daher täglich eine Ressource, auch in der Pandemie eine Ressource, auch halt immer wieder die Zeiten, die ich in meinem Körper verbringe. Und wenn ich unterrichte, bin ich
wirklich zu einem großen Teil in meinem Körper sehr präsent. Und das ist, das sind so die Flow-Gefühle und die Flow-Erlebnisse im Leben, die einfach glücklich machen. Und in der Zeit, wo das Glück manchmal ein bisschen dünn gesät ist, sind das wirklich gewaltige Ressourcen. Für mich persönlich jetzt. Und ich glaube auch für die Menschen, die Gantienika trainieren. Ob zu Hause vor dem Bildschirm oder dann wieder live vor Ort. Tut einfach gut, bei sich selber zu sein und kräftiger zu werden. Du siehst als Studioleiter auch wirklich sehr viele Kundinnen und Kunden. Also ihr seid ja ein großer Betrieb, also da kommt einiges zusammen. Welchen Stellenwert oder welche Bedeutung hat für dich die Begleitung dieser Kundinnen und Kunden? Also du siehst ja Menschen und Menschen mit ihren Geschichten, die da vorbeikommen. Ja, ich habe gestern wieder mal Fotos durchgeguckt und darunter sind natürlich dann auch viele Kundinnen für die Profilfotos und anderes. Und es ist schon unglaublich, wie die Entwicklung der Menschen immer weitergeht und nicht selbstverständlich, dass die auch weitergeht. Wir haben Menschen, die kommen seit 20 Jahren regelmäßig trainieren. Und die Haltung, die ist immer noch da. Und das ist schön. Und auch wenn die Schmerzen zum Teil kommen oder stark sind, Menschen, die trainieren, die Gantienika trainieren, die haben irgendwie nicht aufgegeben. Und ich weiß, dass viele Menschen große Schmerzen haben immer wieder und gleichzeitig auch oft nach den Lektionen halt sich die Schmerzfreiheit wieder zurückholen. Und das ist beglückend zu sehen und ein Teil der Wege zu sein. Du hast gesagt, dass du 2 Jahre lang oder wie lange es auch immer war, wütend auf deine Trainerin warst damals. Bekommst du solche Emotionswellen auch von Kundinnen manchmal mit oder stehst du da drüber, merkst du das gar nicht? Weil, ja, man merkt schon. Manchmal. Aber das war ja toll für mich, dass das überhaupt schon mal wütig sein zu dürfen und diese Emotionen. Irgendwann ist dann mal Zeit, dass die auch an die Oberfläche kommen und so. Und dann sucht man halt seine Projektionsflächen und die findet man toll in Gantienika-Trainerinnen, die eine Übung sehr lange machen und so. Ja, bei den Kundinnen. Ich arbeite relativ abgegrenzt, weil ich sehr stark mit meinem Körper in Verbindung stehe. Ich nehme zwar wahr, da ist was, aber während der Lektion irritiert mich das nicht mehr so. Also das ist auch gut, glaube ich, wenn du wütend bist, dann wirst du deine Gründe haben und darfst deine Wut auch erleben. Und solange du nicht schreien aus der Lektion rennst, ist das bei mir dann auch gut so, ja. Oder schreien, rausrennen und dann wenigstens mit einer Entschuldigungsschokolade ist nicht. Ja, genau. Nee, es darf ja schon auch etwas ausgelöst werden, gell? So ist ja nicht. Ja, wenn gar nichts passieren würde, wäre es ja auch nicht, das Ziel. Ja, und es findet das Leben in so einem Körper statt und da gehören verschiedene Emotionen dazu. Ist jetzt auch nicht so, dass die Menschen da, das ist meine Geschichte und meine Wut. Du hast auch mal angesprochen, man vergleicht sich halt auch so in der Gruppensituation und schlussendlich ist das immer ein Spiegel meiner selbst und von dir und von jedem, der da trainiert und das Gefühl hat, er muss jemandem anderen irgendwas beweisen. Hast du selbst aktuell oder für die nähere Zukunft noch Körperziele oder Entwicklungsziele mit der Methode oder bist du da einfach im Flow und nimmst, was kommt? Nee, ich arbeite die ganze Zeit mit irgendetwas. Kopfhaltung ist so ein Thema bei mir.
ich war da die ganze Zeit so früher und beschäftigt mich irgendwie die letzten 3 Jahre. Es sind viele kleine Dinge. Ich habe meine Oberarmkugel mal draußen gehabt und versuche jetzt diese Schulter, das Schultergelenk wieder, das ist bei 98%, 100% hinzukriegen. Solche Dinge, klingt ein bisschen nerdig, aber ja. Was habe ich noch? Ich laufe sehr gerne und jogge und so. Und der Laufstil, der ist natürlich auch in Bewegung, immer wieder anders. Und da gibt es immer noch ständig etwas zu optimieren und noch leichter werden zu lassen und so. Ja, das sind so meine Körperentwicklungsziele. Und den Shiatsu-Yan, nenne ich das Thema ganz, ganz provokativ, ist der irgendwo auf der Strecke zurückgeblieben oder trainiert er noch mit? Instruiert er vielleicht auch noch mit oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, den gibt es in der Berührung beim Coachen vor allem. Shiatsu hat sehr viel mit den Berührung bleiben zu tun. In dem Gantienika Coaching ist das auch so, dass man mit einer Berührung den Körpern den Weg ins Optimum ein bisschen mitgeben kann. Und das mache ich immer noch sehr gerne. Aber ich praktiziere jetzt nicht mehr Shiatsu. Fandest du es eigentlich eine zusätzliche Herausforderung als Mann im Coaching, dass du dich vielleicht anders verhalten musst oder gab es da Hemmungen oder keine Ahnung, wie war das für dich? Ja, herausfordernd bei bestimmten Coaching-Griffen, alles was da, Brustbein, und das ist gut zum Aufrichten des ganzen Brustkorbes, ausrichten, fein, aber da musst du dich auch mal zuerst getrauen, mit der Handkante da zwischen Brüste zu gehen, vor allem wenn die Brüste groß sind, und dann habe ich es einfach nicht getan und hat auch eine Weile gedauert, aber natürlich in den Ausbildungen hatte ich ja genug Zeit, das auch an anderen Frauenkörpern zu üben. Und das war so ein bisschen, nicht ein bisschen, das war ein Safe Space. Und dann heißt es halt einfach langsam getrauen. Knochen berühren, ich kann sehr gut neutral bleiben. Ich sehe auch in den Lektionen eher Menschen als Männer und Frauen. Vor allem, wenn ich dann wirklich bei mir angekommen bin, dann spielt das Geschlecht wirklich nicht mehr so eine Rolle. Ich habe mir auch getraut, immer ein bisschen weniger das zu tun, wo ich mich nicht wirklich ganz wohl gefühlt habe, weil ich erkannt habe, meine Haltung beim Coaching, meine Körperhaltung, meine innere Haltung ist wichtiger als der Griff selber. Also auch einfach ein Wachstumsprozess auf der fachlichen Ebene. Also ich meine, Coaching ist etwas, das man lernen muss. Und ich denke, ja, da gibt es persönliche Herausforderungen oder halt auch solche, die sich effektiv aus dem Geschlecht beziehen. Ja. Also. Ganz genau, ja. Und wie alles, je mehr das man praktiziert, desto selbstverständlicher wird es und desto mehr Ruhe kommt ins Leben und kommt ins Coaching und kommt in den Unterricht. Stille auszuhalten, finde ich immer noch etwas mal mehr und mal weniger Schwieriges. So. Ich würde zum Abschluss noch wundernehmen, was charakterisiert für dich die perfekte Kantienika-Lektion? Das Streben nach dem Himmel und das nicht perfekt sein zu müssen gleichzeitig. Eine lebendige Lektion, eine inspirierte Lektion. Die schönsten Lektionen für mich sind die, wenn Kundinnen ein Thema mitbringen und zu diesem Thema dann spontane Lektion passiert. Also mit dem Himmel als Schlagwort allein lasse ich dich nicht davonkommen. Was ist denn dieser Himmel?
Oder wie zeigt er sich für dich? In einer weiten, offenen Präsenz. Und wenn die Lektionen sich für mich so anfühlen, hoffe ich, dass das auch bei anderen Menschen ankommt. Halt in Leichtigkeit auch. Es gibt wie alles im Leben, es gibt diese Lektionen, die sehr verbunden sind. Die Gruppe ist zusammen. Es ist Humor in der Luft und das setzt sich dann natürlich auch als Leichtigkeit im Körper und in den Körpern um. Und das merkt man dann am Schluss der Lektion. Die Leute gehen wirklich nochmal ein Tick beschwingter raus als sonst. Gibt es eine Übung, die nicht fehlen darf? Ja, bei mir das Dreibein. Es gibt ein paar Lektionen, ein paar Übungen auch, die ich sehr gern habe. Meistens sind ja die Lektionen, die man nicht so gern hat, die Lektionen, die man am meisten braucht. Und von dem her schaue ich schon, dass alle auf ihre Kosten kommen, auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone, hoffe ich. Wir müssten, glaube ich, das Lachen, das wir beide hatten, aufklären. Beim Dreibein mussten wir schmunzeln. Ich persönlich liebe das Dreibein, aber ich kann bestätigen, da ich regelmäßig in deinen Stunden bin, ich glaube, es geht nicht allen so. Nee, und es passt aber auch gut irgendwie zum Mann, glaube ich, das Dreibein. Es ist eine kraftvolle Übung. Ja, ich mag die. Und da müssen die Menschen durch. Ja, und ich glaube, ich darf an dieser Stelle sagen, weil ich gern bei dir trainiere und das auch bei den anderen sehen, macht das wirklich toll. Mit oder ohne Dreibein, das lassen wir offen. Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deinen Arbeitsalltag und wie deine Geschichte mit der Kantienika-Methode verlaufen ist. Vielen, vielen Dank. Danke dir.